Servus Monster, Freunde, wir schauen uns heute dieses Monster im Detail an. Bleibt dran. Die Unterart von Paul Lomo hat es auf jeden Fall in sich. Ich habe sie mir nicht gewünscht, aus einem Grund, weil der normale Kollege schon abfuckt. Da bin ich ein bisschen angefressen. Wer die Gutscheinquest oft genug gefarmt hat, weiß ganz genau, was ich meine. Entweder es rennt von links nach rechts, bleibt nicht still stehen oder fliegt in die Luft und baumelt da auf kurzer Höhe da ein bisschen rum und hat leider noch die meiste Lebensanzahl. Und so ist das Gutscheinfarmen meistens so ein bisschen zäh. Spaß beiseite, der Paul Lomo ist natürlich vollkommen in Ordnung. Man kämpft nicht wirklich oft gegen ihn und wenn man gegen ihn kämpft, ist der Kampf eigentlich relativ kurz und easy. Das ist dann aber bei der neuen Unterart ein bisschen anders. Er hört auf den Namen Nachtschatten Paul Lomo, ist dunkel lila, hat ein paar, wie soll ich sagen, pinke und grüne Akzente. Gerade an den Flügeln ist es ein bisschen mehr grün und seine Besonderheit ist, wenn er aufgeblasen ist, oder da sieht man das Ganze, denn da hat er zwei riesige Augen auf seinem Körper, auf diesem Fell, und das ist natürlich optische Täuschung. Er macht sich größer als er ist und erschreckt natürlich oder zeigt den Angreifern, ja, mit mir ist nicht gut Kirschen essen, was natürlich wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber er ist natürlich in der Wildturmödnis heimisch und da sind natürlich ganz andere Predator-Monster unterwegs, wie zum Beispiel Klavenus, aber auch mit Ratian wird er nicht gut können oder auch mit Diablos, egal wer. Er zieht, glaube ich, immer den kürzeren, wenn er natürlich mal mit Pukai, wenn es dann Revierkampf geben würde, gibt, dann wird er wahrscheinlich gewinnen, aber er ist auf jeden Fall nicht ganz oben in der Nahrungskette, deswegen finde ich das ganz cool, dass er diese Augen da hat und so ein bisschen Täuschung und eine Täuschung macht, dass er ein bisschen größer und vielleicht auch ein bisschen gefährlicher sich zeigt, als er eigentlich ist. Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass man den neuen Nachtschatten Paul Lomo ebenfalls im uralten Wald antrifft, gerade so bei Lager 11, rechts auf der Karte, da wo auch der Puke immer unterwegs ist. Ich finde, da passt der von der Optik wirklich super rein. Bin mal gespannt, ob das Capcom macht. Von den Angriffen hat er ein ordentliches Upgrade bekommen. Der normale Paul Lomo hat ja Wind. Die neue Unterart besitzt jetzt auch noch Schlaf, was den Kampf schon teilweise ein bisschen eklig macht. Denn er verteilt schon wirklich sehr viel Schlaf. Wenn man getroffen wird, schläft man natürlich im Kampf ein, liegt auf dem Boden, wenn man Glück hat, kickt die Katze einen weg oder man bekommt eben einen Hit ab oder ja, es dauert einfach ein bisschen, bis man wieder aufsteht und das zieht den Kampf natürlich in die Länge und macht ihn nicht wirklich schön. Ein kleiner Tipp von mir, bei dem Kampf auf jeden Fall 3er Schlafresistenz rein, dann sollte das Ganze wirklich gut funktionieren. Er hat da verschiedene Attacken, diesen Schlaf anzuwenden. Er kann ihn nur anwenden, wenn er aufgeplustert ist, dann kann er diesen Schlaf spucken. Es gibt die normale Attacke, da landet eben ein bisschen Schlaf auf dem Boden. Dann kann er komplett seine aufgeladene Gestalt entladen und dann ist wirklich eine riesige Wolke auf dem Boden und die kann er auch verteilen. Also wenn er sich dann so in die Luft schraubt mit einem weiteren Angriff, dann kann er, wie gesagt, diesen Schlaf verteilen und da kann es dann schon sein, dass man hin und wieder getroffen wird. Deswegen am besten eine 3er Schlafresistenz, dann wird der Kampf auf jeden Fall einfacher. Der coolste Angriff von ihm ist, wenn er so nach vorne sich durch die Luft schraubt. Das ist so wie beim Luftballon, wenn man den ja hinten nicht mehr zuhält, dann schraubt er sich ja auch so durch die Luft. Genau so einen Angriff hat er auch. Als ich den gesehen habe, musste ich echt schmunzeln, weil er schon wirklich sehr lustig aussieht. Ihr seht auch, wo er in der Wildturmödnis unterwegs ist. Am Anfang war er beim Diablos, geht rüber bis zu den Wasserstellen, aber natürlich auch in diesem kurzen oder kleinen Dschungel. Da schläft er auch am Platz, wo da auch der Anjanaf schläft und ich glaube auch Ratian. Dort schläft dieser Kollege auch. Ja, allgemein muss man sagen, er ist, glaube ich, nicht so der ultra schwere Gegner. Das mit dem Schlafangriff kann vielleicht ein bisschen gefährlich werden, aber wenn man eine 3er Schlafresistenz drin hat, hat man ihn, glaube ich, so ein bisschen outgeplayed und dann hat er nicht mehr viel zu melden und man kann ihn natürlich auch noch ein bisschen Blitz in eine Falle setzen. Ich glaube, er ist gegen Blitzsachen resistent oder resistenter als so die normalen Varianten, denn wir sind natürlich hier im Meisterrang unterwegs und ihr wisst ja auch, dass die kampfgehärteten Monster etc. nicht mehr so oft geblitzt werden können und ich glaube, das geht dann hier im Meisterrang, ist dann im Meisterrang ebenfalls so. Wahrscheinlich kann man den Kollegen dann nur zwei, maximal wahrscheinlich dreimal blitzen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, aber es langt wahrscheinlich aus, um ihn gut zu besiegen. Das war es eigentlich soweit vom Video, so eine kleine Info, was euch in Iceborne erwartet. Das war eine Unterart, letztens habe ich schon eine vorgestellt. Es gibt da noch eine weitere Unterart, die ich euch ebenfalls noch zeigen möchte. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer natürlich mehr sehen will, schaut einfach auf meinem Kanal vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.